Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transocean The Shipping Company. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe jetzt mal neue Treiber installiert, daran kann es aber eigentlich nicht liegen, weil es ja auch mit älteren lief. Es sind auch neue Physics-Treiber dabei und ich hoffe, dass es jetzt besser klappt und wir nicht diese Stockerer drin haben, denn dadurch wird die Soundspur asynchron und ich kann nichts dagegen tun. Ist wirklich ärgerlich. So, wir wollen mit Chemikalien nach St. Petersburg, haben da nichts weiter anliegen. Also können wir hier wieder ablegen. Sehr gut. Und die Warlords of Draenor ist bereit, ebenfalls anzulegen. Aber hatten wir nicht noch ein Schiff im Hafen, was irgendwie repariert werden soll? Nee. Hatten wir nicht. Gut. Medikamente in Georgia. Von Georgia Ports nach was? Nach Hongkong. Und in Hongkong können wir auch mal eben schauen. Haben wir hier was? Nein, das sollten wir ja unbedingt darum machen. Immer weiter nachschauen, weil sonst kriegen wir echt Probleme. Wir müssen immerhin noch 13 Aufträge erfüllen. Unter anderem auch Möbel von Bangkok nach Fremantle. Deswegen könnten wir mal nach Bangkok uns auf den Weg machen. Weil ist ja nicht so weit. So dass wir da die Sachen mal fertig bekommen. Die Aufträge. Ja, und wir müssen immer noch mit einem kleinen Kahn nach Reykjavik. In Reykjavik müssen wir nämlich für die Hauptmission mal fertig werden. Und ja, hier ist die Chefin natürlich sehr zufrieden. Hier haben wir dicken Gewinn gefahren. So muss das sein. So, jetzt gucken wir mal. Fremantle von Jebel Ali nach Fremantle. War das ein Auftrag? Nee, ne? Felixstowe. Bangkok, Lissabon, St. Petersburg, Colombo, San Antonio, St. Petersburg, Lissabon. Dann machen wir mal hier Lissabon. Welche Schiffe können denn hier überhaupt anlegen? Nur die ganz kleinen, ne? Also müssen wir hoffen, dass mal hier die mal irgendwann mal ankommen. Was im Moment ja noch nicht danach aussieht. So, guck mal hier, die Titania. Gerade noch davon gesprochen, jetzt sind wir soweit. Fremantle ist die. Oh, ja, da sind wir natürlich ewig und 3 Tage unterwegs. Ach nee, das war hier diese... Das war hier... Wir könnten jetzt hier... den Auftrag erfüllen. Haben wir denn ein Schiff eher in der Nähe hier oben? Na, die Pacific Pearl und die Helvetia, die sind auf dem Weg nach Jebel Ali. Die könnten wir da eher nehmen. Würde ich sagen. Das heißt, hier machen wir erstmal weiter Auftragserfüllung mit Möbeln. 1,7. Ja, oder wir machen das Kunststoff nach Jebel Ali. Da müssen wir mal eben sortieren nach Prämie. Dann mal gucken, was hier besser ist. Ja, die Kunststoffe sind klar besser. Dann machen wir halt Kunststoffe. Denn das müssen wir noch erledigen, damit wir unser Managerprojekt fertig bekommen. Und die Terrain Fever ist in Los Angeles angekommen, der Stadt der Engel. Und auch hier schauen wir wieder mal, haben wir was? Nee, haben wir nicht. Haben wir hier was? Bangkok? Nö. Das heißt, hier sind wir frei in dem, was wir nehmen.
Und da wir nach Prämie gehen, müssten wir dann Lebensmittel nehmen. Dann kriegen wir das schön voll nach Jebel Ali. Ist aber natürlich ein Auftrag, ich weiß nicht. Also für so einen großen Khan. Schon ein bisschen arm, ne? Aber naja, kriegen wir hin. So, die Digit ist in Hamburg eingetroffen. Digit, Digit. Und ja, die hat auch wieder keinen schönen Auftrag hier. Und die Labella, das ist auch eines der kleineren Schiffe, aber auch die kommt nicht da oben an. So, Jebel Ali, haben wir da noch, haben wir da vielleicht Aufträge mal irgendwie hier von Jebel Ali weg? Nee, haben wir nicht. Haben wir in der Nähe was? Ja, wir könnten von Lissabon, aber das geht nicht mit den kleinen Kähnen, ne? Schauen wir mal kurz, Moment. Was wollte ich? Ich wollte Auftragsliste gucken. Also am besten hier Luxusgüter nach Rotterdam. Das ist alles hier. Ja, das ist alles nicht ganz optimal hier, ihr seht das. Aber hey, was soll's. Da müssen wir wohl durch. So. LS-15 ist in St. Petersburg. Das war der lange Weg, dass wir jetzt vorbereiten, dass wir hier noch Metalle nach Hamburg liefern können. 3, 2, 7. Da kriegen wir keine zwei Aufträge drauf, ne? Nee. Dann nehmen wir einfach den dicksten. Wollen noch irgendwas für Hamburg? Nee. Ja, wir müssen Aufträge abarbeiten. Da kommen wir halt nicht drum rum. Wir haben ja einfach zu viel angenommen. So, die Wallace of Dinner ist in Bangkok. Was wollten wir in Bangkok? Wir wollten, glaube ich, sehen, dass wir den Möbelauftrag nach Fremantle fertig bekommen. 3,5. Ja, besser geht's nicht. Und trotzdem schlecht. Naja. So, und da ist die große Beach Resort. Die ist mit radioaktiven Waren auch mal angekommen hier. Zwischenstopp in Valencia auf dem Weg mit weiteren radioaktiven Waren nach Manila. Können wir da noch was mitnehmen? Ja, wenn wir schon mit dem Riesenkahn unterwegs sind. Ja. Nach Hongkong geht die Reise weiter. Wir müssen erst nach Manila und dann nach Hongkong. Ja, also mit so großen Kähnen. Ja, die Investorenanteile sind fällig. 380 Millionen. Och, pff, dich doch, Alte. Ist doch alles nicht wahr. So, die... Moment, immer jetzt gucken. Die Digit. Oh, da haben wir wieder... Und schon ist die Soundspur wieder asynchron und ich kann das wahrscheinlich nicht fixen. Das ärgert mich halt massiv. Ihr seid halt eigentlich von mir immer die allerbeste Qualität gewohnt. Und dann ist halt sowas immer ärgerlich, ne? Vor allem, weil ich es früher nicht hatte, das Problem. So, haben wir denn den Auftrag hier langsam mal fertig? Ach, das waren jede Menge noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und da kriegen wir auch kein Geld für. Also das lohnt ja alles nicht, ne? Gerade mit den dicken Kähnen hier. Aber gut, dann kriegen wir es auch Ruki Zuki fertig. Dann machen wir das mal fertig hier. So, die Sherlock Holmes ist mit Möbeln aus New York in Jebel Ali eingetroffen. Das heißt, wir müssten hier eigentlich so langsam mal... So langsam mal durch sein bis zum 15.10. Kunststoff müssen wir noch organisieren und Klaviere aus Reykjavik. Okay. Wo kriegen wir Kunststoff her? Hier in der Nähe von Jebel Ali.
Wo Jebel Ali war. Wo war denn das? Bin ich jetzt doof? Da. So, wo kriegen wir die Kunststoffe her? Aus Salaha. Ja, ist doch gut. Dann fahren wir mal eben nach Salaha, holen da Kunststoffe ab. Mit der Sherlock Holmes. Wäre natürlich zu schön, wenn wir da jetzt auch noch Aufträge dafür hätten, haben wir aber nicht. So, Spirituosen haben wir hier mal eine dicke Lieferung gehabt. Das ist auch nicht schlecht. So, mit dem Schiff können wir uns dann langsam in Bereiche begeben jetzt wieder, wo wir andere Aufträge erfüllen. Ha, zum Beispiel... Zum Beispiel Bangkok hier immer noch die Möbel nach Fremantle. Bangkok, San Antonio, Colombo, Bangkok, St. Petersburg und Lissabon. Tja, dann kommt hier nur Bangkok in Frage. Und da haben wir die Fury und die ist in Jebel Ali und das heißt, wir können jetzt vielleicht endlich mal nach, mit dem kleinen Schiff oben nach, Reykjavik und da die Klaviere abholen. Nehmen wir noch Sachen mit unterwegs nach Stockholm. Und die Sherlock Holmes ist in Salaha angekommen und da wollten wir ja was machen, genau, wir wollten da... Das fehlende Plaster einladen. Derzeit aber nur Erz. Derzeit nur Erz vorhanden. Das heißt, wir könnten hier mal die Zeit nutzen und das Schiff ein bisschen reparieren. Ist ja auch nicht schlecht. Und die Decke ist wieder in Hamburg. Wieder mal müssten wir uns angewöhnen, das sollten wir vielleicht in der Zukunft auch mal wirklich dann beachten, dass wir immer diese, die Güter, die, wir sollten halt Aufträge mit Luxusgütern und so annehmen, weil, wir haben echt, wenn wir diese schweren Güter nehmen, das bringt halt nichts, ne? Das ist einfach nur, ganz wenig Ware, die wir mitliefern können, auf einmal und, ja... Wir kriegen hier noch nicht mal zweimal hier Metall aufs Schiff, ne? Und wir können auch keine anderen Sachen noch mitnehmen. Also das ist, wir müssen uns echt... Das habe ich ja eigentlich auch schon mal gesagt, glaube ich, in der letzten Staffel. Wir müssen uns echt angewöhnen, hier bei den Verträgen... Zum Beispiel hier sowas, Klaviere, Luxusgüter. Das kann man ja gerne machen. Aber, die anderen Sachen hier immer, wo diese... Metall, schwere Klamotten, Stahl, das ist alles suboptimal. So, wo sind wir hier? In Fremantle. Das heißt, wir sind wahrscheinlich jetzt wieder... Wir wollen wieder zurück. Aber das ist auch blöd. Das ist ja auch blöd. Asynchron wird. Ich kann das echt nicht ändern. Das ist wirklich auch, da kommen wir sehr Schlaumeier und sagen hier in der Nachbearbeitung, kannst du aber die hin und her schieben. Nee, das wird halt, das verzieht sich. Das ist, kann ich jetzt schwer erklären, aber es ist halt blöd zu beheben. Ist halt so. Müsst ihr mir einfach mal glauben. Und ganz ehrlich, mich nervt das mehr als euch. Mich nervt das mehr als euch. Kommt auch ab und zu mal bei LS-Videos leider vor. Es ist halt echt ärgerlich. So. Und die Pacific Pearl. Wieder ein kleines Schiff. Die hat... Ach, guck. Da ist es erfüllt. Jetzt brauchen wir nur noch die Plaste. Und hier können wir schon mal wieder einen... anderen Auftrag annehmen, der uns irgendwo hinführt. Dann haben wir nichts Gescheites. Dann machen wir mal Antiquitäten nach
Adahami. Ja, und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Garderul spielt Trans Ocean The Shipping Company. Irgendwie haben wir noch ein Schiff, genau. Hier wollten wir Plaste mitnehmen und das machen wir in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.